Mola. Hast du dir das vorher so ausgerechnet, Michael, dass das so schnell gehen würde? Wie und warum ich meine Kämpfe immer so schnell beende, das erzähle ich euch heute. Aber davor gibt es ein besonderes Highlight, eine Neuigkeit, ein... Ja, seht ihr jetzt. Was geht ab, Champs? Euer Profifighter Michael Smolik ist hier am Start für euch. Habt ihr es gesehen? Mein neues Intro, ich finde es wahnsinnig geil. Ich hoffe, es gefällt euch auch. Das geht ein bisschen länger, aber ich finde es sehr cool gemacht. Bevor wir anfangen, hier natürlich Team Smolik Shirt. Muss immer dabei sein. Wer Bock drauf hat, schreibt mir doch bitte privat. Jo, und wir beginnen dann auch gleich mit dem Thema, wie und vor allem warum beende ich meine Fights immer so schnell. Die Frage, warum beende ich meine Kämpfe immer so schnell, kann ich ganz leicht beantworten. Einfach weil... ja, ich habe keine Kondition, ist ja ganz klar. Natürlich nicht. Warum beende ich meine Kämpfe immer so schnell? Mich fragen so viele Leute, lohnt sich das überhaupt für dich zu kämpfen, wenn du eh in der ersten Runde durch K.O. gewinnst? Die Frage kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Es lohnt sich immer zu kämpfen, ob 5 Sekunden, ob 5 Runden der Kampf, scheißegal, kämpfen gehört zu mir, kämpfen ist für mich mein Leben, gehört zu meiner Persönlichkeit. Man nimmt immer irgendwas mit, man hat immer eine Erfahrung. Klar, wenn man 5 Runden kämpft, nimmt man noch mehr mit, von der Erfahrung her, von dem Kampfverlauf her natürlich. Aber es ist immer eine Erfahrung wert und es lohnt sich auf jeden Fall zu fighten. Deswegen die Frage schon mal aus der Welt geschafft und was ich auch eine sehr, sehr witzige Frage finde ist, Michael, du bereitest dich Monate auf einen Fight vor, um dann in der ersten Runde durch K.O. zu gewinnen. Für was dann überhaupt die Vorbereitung? Ja, genau für das eben. Genau dafür bereite ich mich doch vor, Leute. Ich bereite mich doch darauf vor, dass ich den Kampf durch Knockout gewinnen kann. Ich bereite mich doch darauf vor, dass ich überlegen bin, dass ich den Kampf so gut und so schnell beenden kann, wie es nur geht. Für jeden Fighter da draußen ist es... eine wahnsinnige Selbstbeschädigung fürs Training. Man hat alles richtig gemacht, wenn man einen Gegner ausnockt. Jeder Fighter trainiert doch drauf, ob es MMA ist, man trainiert doch drauf, um die Leute zu tappen. Man trainiert doch drauf, um die Leute zu knocken. Man trainiert nicht drauf, um vielleicht durch Punkte zu gewinnen. Nein, man will überlegen sein, man will gewinnen und why not? Warum sollte ich die Gegner nicht knocken, wenn ich es kann? Dafür reiße ich mir tagtäglich im Training den Arsch auf, sorry, wenn ich das so sage. Und dafür gehe ich ins Gym, dafür trainiere ich nachts, dafür trainiere ich morgens, mittags, keine Ahnung, um einfach diese Leistung zu erzielen. Jo, und die Leute, die dann sagen, es ist doch langweilig für die Zuschauer, da muss ich ehrlich gesagt sagen, ich muss da wirklich an mich denken, weil ich kann nicht während dem Kampf denken, oh, ich sollte es jetzt rauszögern, dass die Leute mehr sehen, dann machst du einen Fehler, dann kriegst du eine, dann gehst du vielleicht selber K.O. Und ich bin mir sicher, dass jeder, also fast jeder halbwegs normalen denkende Fighter es tun würde, wenn er es kann. Wenn er einen Gegner ausnocken kann, würde er es machen. Einen Kampf künstlich rauszuziehen, ist für mich keine Option. Denn es kann so viel im Fight passieren, der Gegner kann sich entwickeln, man kann sich verletzen, man kann blöd den Lucky Punch laufen. Oder keine Ahnung, wie der Kampfverlauf wird, dann, also warum nicht die Sache beenden, wenn man es kann? Deswegen ganz klar die Frage, warum ich meine Kämpfe so schnell beende, es ist einfach ganz klar zu beantworten, habe ich ja gerade mit diesem Statement. Ja, und dann, wie beende ich meine Kämpfe immer so schnell? Das ist eine bisschen schwierigere Frage. Ich meine, wie knockt man Leute aus? Wenn es dafür eine Geheimrezeptur geben würde, würde es jeder machen. Es ist nicht so leicht, wie es aussieht und es ist auch nicht einstudiert oder so. Klar, Techniken, die man immer wieder im Training macht, klar, diese Prozesse, die ablaufen, die sind in einem drin. Okay, aber der Kampfverlauf, man weiß nie, was passiert. Man braucht das Auge, man braucht das Timing, die Schnelligkeit, alles. Und das Wichtigste ist eben Timing. Die Technik muss nicht hundertprozentig sein, das Timing muss einfach stimmen und dann könnt ihr die Gegner ausnocken. Aber wie gesagt, wenn man mit dem Gedanken in den Kampf geht, ich möchte unbedingt durch K.O. gewinnen, funktioniert es in der Regel eigentlich nicht. Deswegen rate ich euch, geht ganz locker in den Fight, so gehe ich auch immer in die Kämpfe rein. Ich mache mir keine Gedanken, ich will den gleich in der ersten Runde knocken, es kommt halt. Und wenn es nicht kommt, dann kommt es in der zweiten Runde. Wenn es in der zweiten Runde nicht kommt, dann kämpfe ich halt 5 Runden. Aber man kämpft einfach, man schaut, wie sich der Kampfverlauf entwickelt, geht die Taktik mit dem Trainer durch, schaut, wie
taktiert der Gegner, passt sich irgendwie ein bisschen an, versucht sein Ziel durchzusetzen und dann kommt das Ganze von ganz allein. Für mich ist es auch keine Priorität, unbedingt, wie ich gerade schon erwähnt habe, einen Kampf durch K.O. zu gewinnen, weil wenn der Kampf dann 5 Runden geht, dann geht der 5 Runden. Ich bereite mich auf 5 Runden vor. Ich bereite mich ja nicht nur auf eine Runde vor, dass ich den Gegner gleich knock. Nein, ich bereite mich auf 5 Runden vor. Ich bereite mich auf den größten Krieg. Auf das bereite ich mich vor. Der Kampf, den ich kämpfe, ist für mich immer mein letzter Kampf. Das ist, als wäre es mein letzter Kampf in meinem Leben, als würde es um mein Leben gehen. Darauf, so mit dieser Einstellung, gehe ich in den Kampf, so bereite ich mich auf meinen Kampf vor. Und das ist egal, was für ein Gegner es ist, es ist egal, wie stark er ist, wie groß er ist, wie schwer er ist, wie viele Kämpfe er hat. Es ist mir sowas von egal, ich gehe in den Kampf rein, ich habe immer dieselbe Einstellung. Jo, und ich hoffe, ich habe euch einigermaßen die Frage damit beantwortet. Wenn ihr noch Fragen dazu habt, kommentiert es unten drunter. Ich habe jetzt noch im Anschluss ein Interview für euch, was ich mit dem Mola zusammen gemacht habe. Mola kennt ihr von MTV, vom Dschungelcamp, vom Promi-Boxen. Der war auf der letzten Fight Night der Ringsprecher. Und da zeige ich euch jetzt gleich das bisher nicht veröffentlichte Interview mit ihm nach meinem Kampf. Da rede ich auch nochmal ein bisschen drüber, warum ich meine Kämpfe so schnell beende. Wenn ihr Fragen habt, schreibt mir Facebook oder Instagram, ist unten verlinkt. Wenn ihr von mir lernen wollt, ich werde euer Online-Coach, www.wegzumweltmeister.de. Mein Online-Trainingssystem ist rausgekommen, zieht euch rein, schaut euch die Seite an. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit dem Interview. Wir sehen uns, haut rein, euer Michi. Der Europameistergürtel-Interview jetzt mit Mola. Hast du dir das vorher so ausgerechnet, Michael, dass es so schnell gehen würde? Ich überlege mir vor jedem Fight eine Anfangstechnik und die hatte ich mir auch wirklich so überlegt. Ich habe sogar heute Nacht davon geträumt und genauso hat es funktioniert. Ja, ich werde definitiv auch davon träumen, aber ist es denn, ich meine, das war natürlich, ich bin ein bisschen fassungslos. Ist das, ich weiß gar nicht, was man in so einem Fall sagen soll. Ich möchte gerne mal fragen, wie es dem Tichomir geht. Tichomir, geht's dir gut? Are you okay? Now yes. Okay, das ist das Wichtigste. Ja, nach so einem fulminanten Sieg, was sind jetzt die nächsten Ziele? Ja, also ich hoffe mal, dass ich den WM-Titelkampf dieses Jahr noch bekomme. Ich denke, ich bin dazu langsam bereit. Das Ding ist, wenn ich so schnell meine Kämpfe beende, das ist harte Arbeit, was sich einfach auszahlt. Und ich brauche nicht rumspielen im Ring, ich brauche nicht bis in die 5. Runde reinziehen, dass ich selber noch einen reinkriege. Der Thiamo Brunner, der ist ein sehr erfahrener Mann, der hat schon sehr, sehr viele Kämpfe gemacht, sehr, sehr große Leute geschlagen. Und wenn ich da anfange, mit ihm rumzuspielen, kassiere ich selber eine und verletze mich vielleicht auch noch. Deswegen, das, was ich im Training gemacht habe, diesen Schweiß und Blut, was ich verschüttet habe, das alles hat sich ausgezahlt. Und wenn es so schnell geht, dann geht es halt so schnell. Wie groß ist der Anteil der Trainer in deinem Kampfstil, in deiner Strategie? War das jetzt eine Strategie, die jetzt von Pavlica ist oder war das eine Strategie, die du dir selber ausgedacht hast? Also ich habe natürlich sehr viel mit Pavlica und Mladen Steko trainiert. Wir haben sehr viel auf die Low-Kicks und sehr viel auf die Low-Kicks gegangen, weil er auf den Beinen sehr schwach ist. Diese Technik war aber tatsächlich nur von mir ausgedacht. Das habe ich mir überlegt. Aber natürlich tut man im Vorfeld die ganzen Taktiken, die ganzen Schläge, die ganzen Durchgänge mit den Trainern durchgehen, eben auf seinen Stil angepasst. Also ich kann nur sagen, ein Riesenspeck. Dankeschön für einen unfassbaren Fight. Ein Riesenapplaus jetzt hier nochmal von Ingolstadt. Klasse!